So schön sieht der Herbst aus. Okay, das Laub, das ist momentan noch nicht so richtig golden. Klar, das verzögert sich alles, aber damit erstmal herzlich willkommen hier von den Kapuzinerplanken, der Herbstmarkt in Mannheim. Und deshalb senden wir auch heute live von hier. Er hat eröffnet und wir wollen Ihnen natürlich auch noch zeigen, was kann man hier alles Schönes machen. Das geht einige Tage lang, aber wir haben auch noch viele weitere Nachrichten, die sich unter anderem um den Herbst drehen im Gepäck. Jetzt hier bei Ron. Und damit auch alles hier richtig sauber läuft, dafür ist Jürgen Kleine-Wilde verantwortlich. Er ist nämlich der Organisator des Herbstmarktes. Sagen Sie erstmal, was macht die Veranstaltung hier so besonders? Also wir haben ja von der Großmarkt GmbH alle Märkte hier auf den Kapuzinerplanken übernommen. Und wir haben immer unter dem Motto Wohlfühlen, Feiern, Genießen diese Märkte angelegt. Und auch den Herbst kann man genießen, wie man ja gerade sieht vom Wetter her. Es ist gigantisch. Und wir wollen einfach ein Stück natürlich zeigen, dass unsere Innenstadt attraktiv ist. Ja. Also genießen, dazu gehört natürlich auch das Schlemmen. Was kann man hier alles machen und eben dann auch sich einverleiben? Also Schlemmen ist eine Sache für sich. Wir haben sicherlich von den Getränken her, vom Essen her eine ganze Menge zu bieten. Ich glaube, eine ziemlich große Vielfalt. Also alleine von den Nüssen her, alleine von Besonderheiten wie Flammkuchen, bestimmte Spezialitäten, bis hin zum Bäcker Cup, der mit seinen Broten eigentlich eine Sensation ist durch die Vielfalt. Da wollen wir jetzt auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen, denn ich werde mich dann auch gleich mal so ein bisschen als Bäcker versuchen, quasi meine Gesellenkünste versuchen auszugraben. Was ist denn so Ihr persönliches Highlight? Das ist schwer zu sagen. Eigentlich alles. Ich gehe eigentlich von der einen Ecke zur anderen, weil ich finde, wir haben eine tolle Vielfalt hier. Also von den Blumen her, ich finde diesen Blumenstand hier, bei dem wir gerade stehen, finde ich einfach super, finde ich genial gemacht. Ich finde hinten der Bürstenmacher mit seinem Wagen originell. Sowas macht einen Markt aus. Und ich hätte gerne noch mehr Stände so in der Ausstattung wie der Bürstenmacher. Na ja, gut, dann können Sie sich ja noch weiter dann für die Zukunft auf jeden Fall Interessenten melden. Das ist ja nicht der einzige Markt, den Sie organisieren, aber Sie sind ja auch parallel noch weiter berufstätig. Wo nehmen Sie die Zeit her? Die muss man einplanen, einfach nur planen. Und es muss Spaß machen. Also die anderen Märkte, der Frühjahrsmarkt ist ja der französische Markt. Und mittlerweile haben wir den so aufgebaut, dass die Franzosen mit Vergnügen nach hierhin kommen und ihre Produkte mitbringen. Und Sommer, Wein und Genuss ist ja in diesem Jahr zum 16. Mal schon gelaufen. Und die Vielfalt, wir hatten in diesem Jahr über 300 Weine im Angebot. Und wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter. Es hat richtig Spaß gemacht, hier zu feiern, hier zu sein, die Abende hier zu verbringen. Und das Wetter, das spielt ja auch hier beim Herbstmarkt mit. Und wie gesagt, Herbst ist ja auch so ein Thema. Jetzt blicken wir nochmal da hoch. Also das ist alles noch nicht so richtig herbstlich, aber das Laub kommt nach und nach runter. Das fällt bei einem in den Garten, dann auch mal beim Nachbarn und der bläst dann eben mit dem Laubbläser rum. Ja, viele Dinge darf man machen und manche auch nicht. Und Dalin Jonasson gibt Ihnen einen Überblick. Rot, Gelb, Orange. Herbstlaub ist zwar schön, kann aber auch ganz schön gefährlich sein. Vor allem Radfahrer sollten jetzt besonders vorsichtig fahren, denn nicht alle Wege sind auch gekehrt. Dabei herrscht vor allem auf Gehwegen vor Häusern Kehrpflicht. Als Mieter ist man dann verpflichtet, Laub wegzukehren, wenn dies im Mietvertrag vereinbart ist. Das heißt, der Vermieter muss dem Mieter ausdrücklich sagen, nach der Hausordnung hat jeder Mieter die Pflicht, regelmäßig Laub wegzukehren. Gibt es keine vertragliche Regelung, muss der Vermieter selbst ran. Blöd nur, wenn er dazu von morgens bis abends dieses nervige Gerät verwendet, den Laubbläser. An Sonn- und Feiertagen darf man die gar nicht verwenden unter der Woche, also werktags, Montag bis samstags von 9 bis 13 Uhr und dann wieder von 15 bis 17 Uhr. Also doch lieber zur Hake greifen, die darf man rund um die Uhr verwenden. Aber Achtung, auch im eigenen Garten können die Blätter schnell zu Streitigkeiten führen. Zum Beispiel, wenn sowas passiert, der Nachbarbaum verliert sein ganzes Laub im fremden Garten. Muss man das tolerieren? Die Grenze ist dann überschritten laut Rechtsprechung, wenn eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Es muss wirklich massiv sein, dass zum Beispiel kiloweise pro Woche Laub entsorgt werden muss, was der Nachbar eben nicht auf seinem eigenen Grundstück hat. Dann kann man annehmen, dann liegt eine wesentliche Beeinträchtigung vor und dann könnte man sogar theoretisch eine sogenannte Laubrente verlangen. Für fleißiges Wegkehren und Entsorgen bekommt man dann also Entschädigung vom Nachbarn. Tja, aber wohin eigentlich mit dem Laub? In den Wald vielleicht? Der Wald ist natürlich wieder besonders geschützt, wenn man das dort entsorgt und der Förster hat es nicht erlaubt, beziehungsweise es gibt keine Stellen, wo man das zum Beispiel öffentlich entsorgen kann, dann könnte das unter Umständen sogar eine Ordnungswidrigkeit darstellen.
bessere Alternative, die Blätter auf speziellen Kompostieranlagen entsorgen oder einfach im eigenen Garten lassen. So ein Haufen Herbstlaub ist auch ein schönes Winterquartier für Igel. Hier sind sie windgeschützt und können so in Ruhe ihren Winterschlaf halten. Und wer hat nicht gerne so niedlichen Besuch im Garten? Bei dem Anblick ist der ganze Ärger doch wie weggeblasen. Und Herbst, das bedeutet natürlich auch, dass es so nach und nach winterlich wird. Und da wollen wir gleich im Sport drauf schauen. Eishockey und Hockey haben wir im Programm. Vorher noch weitere Nachrichten. Und da gibt es gute Nachrichten für die Winzer. Denn das Deutsche Weininstitut in Bodenheim hat bekannt gegeben, dass in diesem Jahr mehr als 10 Millionen Hektoliter Most erwartet werden. Also das ist die höchste Erntemenge seit 1999. Oder um es ganz bildlich zu machen, damit könnte man die SAP Arena dreimal füllen. So viel zu dem Thema. Prost, und weitere Nachrichten gibt's jetzt von der Eiern. Wir bauen euch ein Schloss aus Sand. So heißt die erfolgreiche Sandskulpturenausstellung im Q6, Q7 Quartier. Jetzt gehen die sandigen Wahrzeichen der Metropolregion in die Verlängerung. Wer das Heidelberger und das Hambacher Schloss, die vier Burgen Stadtneckar Steinach sowie den Mannheimer Wasserturm und den Blumenpeter noch nicht gesehen hat, bekommt noch bis zum 27. Oktober die Möglichkeit vorbeizuschauen. Auch an diesem Wochenende, am verkaufsoffenen Sonntag in Mannheim, können die Sandskulpturen im Quartier besichtigt werden. Eintrag ins Goldene Buch. Der Generalkonsul der Volksrepublik China, Wang Chongqing, ist auf Abschiedstour. Mannheim hat er heute seinen letzten Besuch abgestattet, bevor er Deutschland verlässt. Mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt unterstrich er die guten Beziehungen zwischen Mannheim und China. Die Quadratestadt ist die einzige deutsche Stadt mit zwei Partnerstädten aus dem Reich der Mitte. Wir haben hier einen China-Roundtable etabliert, an dem auch das Generalkonsulat entsprechend vertreten ist. Wir haben die Zugverbindung, die wir in diesem Monat noch starten wollen, zwischen Mannheim und Chongqing. Also ganz große Projekte, die sich tatsächlich in dieser Zeit entwickelt haben. In der südchinesischen Partnerstadt Qingdao hat Mannheim bereits ein Repräsentationsbüro. Die Millionenstadt Zhenjiang beraten Experten aus der Quadratestadt, unter anderem bei der ökologischen Stadtplanung. Ruhe in den Quadraten. Dank der Mannheimer Ermittlungsgruppe Poser ist es in der Mannheimer Innenstadt ruhiger geworden. In den vergangenen 6 Monaten nahm die Verkehrspolizei 328 Beschwerden lärmgeplagter Anwohner auf. Das ist eine Halbierung der Beschwerden im Vergleich zum Vorjahr. 2017 waren es noch 650 Beschwerden. Wir werden weiterhin hartnäckig an der Klientel dranbleiben. Wir versuchen, diese jungen Männer, die glauben, irgendjemanden mit ihrem Gehabe beeindrucken zu können, davon zu überzeugen, dass es nicht gut ist, in der Innenstadt diesen Lärm zu verursachen. Beschwerden werden weiterhin unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse entgegengenommen. So, dann sind wir wieder zurück auf dem Herbstmarkt, und ich habe es angekündigt, ich werde jetzt irgendwie meine Fähigkeiten versuchen, mich als Bäcker oder zumindest Bäckergeselle. Peter Kapp ist bei mir, beziehungsweise wir sind bei Peter Kapp. Bäcker Kapp auch einfach gesagt. Was machen wir denn jetzt hier? Wir machen was ganz Klassisches für die Region, den Salzweg. Und der Salzweg ist so fest verwurzelt bei uns, dass man einfach den Salzweg mit der Hand macht. Und ich zeige es dir einfach jetzt. Genau, den ersten Zeit einfach mal loslegen. Hier. Du presst einfach hier mit deinen zwei Fingern, und in der Mitte entsteht so ein kleines Herz. Und dann macht man ganz einfach den Daumen einlegen, umschlagen, festdrücken. In diese Öffnung. Wieder Daumen rein, Daumen. Okay, rum. Und es geht dann relativ fix. Wir machen am Tag in unserer Bäckerei ca. 500 dieser Salzweg von Hand, weil es einfach ein Stück Kulturgut ist. Den Kopf nach oben auflegen. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Okay, dann würde ich auch sagen, dann gebe ich das Mikro mal weiter, weil jetzt tauschen wir hier die Berufe. Genau, okay. Ja, jetzt bin ich Reporter und du bist der Bäcker. Jawohl, jetzt sind wir auch per Du. Macht man ja auch sowieso im Handwerk. Ich bin der Olli. So, Olli. Jetzt haben ganz vorsichtig hier alles. Dass diese Gärbläschen leicht ausgedrückt werden. Okay. So. Jetzt brauchst du einen dicken Daumen hier, den, sowas. Den habe ich, und dann schmeiße ich hier das so festdrücken, rum. Genau, rum. Und dann in die Öffnung hier. Hier in die Öffnung wieder rein. Sehr gut. Rein.
Das klappt sehr gut. Also okay, jetzt mit dem Tempo von dir kann ich nicht mithalten. Nein, aber du hast mega Talent. Also wenn du mal das mit dem Fernsehen nicht so klappt, kannst du bei mir anfangen. Also, dann können wir tauschen, weil ich merke auch gerade, Peter macht sich am Mikrofon gar nicht so schlecht. Ja, so. Nee. Also das, so. Ist oh, das war jetzt ein bisschen wenig hier. So, genau, sehr schön. Und der Finale, zack. Zack. Und dann legt man es gerade so ein. Ja. Und jetzt dreht man gerade, bis es reif ist, auf den Kopf. Und kurz vorm Backen drehen wir wieder die Salz weg. Bestreuen sie mit Kümmelsalz und dann kommen sie in den Backofen. Super, das machen wir gleich. Dann probieren wir auch nachher, wie dann das Endergebnis schmeckt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Bäckerhandwerk, das ist natürlich etwas, ein sehr, sehr Besonderes. Es ist kulinarisch, es ist natürlich auch verbunden mit, sagen wir mal, früh aufstehen. Wie ist momentan die Lage auch mit Azubis? Also wir haben natürlich einen gewissen Kultstatus mit meiner Bäckerei erreicht. Wir haben also zwei Abiturienten, die bei uns den Beruf des Bäckers lernen. Prinzipiell ist natürlich die Auszubildendenlage schwierig. Problem ist sicherlich die Arbeitszeit. Ich sage aber, es muss Spaß machen, man muss für den Beruf brennen. Und dann ist es egal, ob ich morgens um 4 beginne oder bis abends 24 Uhr bei einem großen Discounter an der Kasse sitze. Also ich habe lieber das Geregelte und habe was Tolles, ich produziere was Tolles. Und die Menschen, die zu uns kommen, freuen sich und sind immer voller Lob. Also das Lob habe ich jetzt ja auch gerade abgekriegt und ich bin auch gespannt, ob dann das Produkt nachher lobenswert ist. Peter Kapp, herzlichen Dank erstmal dafür. Wir sehen uns nachher dann nochmal und jetzt werden wir sportlich und da blicken wir auf das Hockeygeschehen. Der Mannheimer HC, der steht ja momentan richtig gut da, ist ungeschlagen. Also die Hockeyherren und sind Zweiter hinter Köln und diesen Rückenwind können sie dann auch nämlich direkt mitnehmen. Und zwar geht es ab ins europäische Geschäft. Die Vorrunde der Euro Hockey League steht an und da wird es am Wochenende in Barcelona ernst. Da gibt es den Modus in Dreiergruppen und die Mannheimer, die haben da auch ein richtiges Brett erwischt. Also zum einen ist das Dynamo Elektrostal aus Russland, mit denen haben sie es am Samstag zu tun und am Sonntag mit Wimbledon HC sozusagen aus England. Und wie steht es mit der Anspannung? Also die scheint nicht da gewesen zu sein heute Morgen, zumindest nicht bei Danny Nguyen. In der Mannschaft ist gute Stimmung, wir sind selbstbewusst, wir wissen, was wir können. Und es kommt einfach nur darauf an, dass wir unsere Leistung abrufen und dann wird es gut für uns werden. Also vom Hockey geht es dann auch zum Eishockey. Der Schlenker ist nicht allzu weit. Okay, der Stock ist ein anderer und der Untergrund auch. Aber da geht es jetzt los mit der Saison in der Regionalliga. Und auch zwei Teams aus der Region dürfen dann ran aufs Eis. Und Marcel Schreiner hat sich mal umgehört. Es ist wieder Eiszeit. Doch die kommt für die Eisbären Eppelheim irgendwie zur Unzeit. Der Regionalligist hat nämlich noch die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn. Also die Saisonvorbereitung war bis jetzt noch nicht optimal für uns. Wir haben zwar einen sehr großen Kader, aber haben auch viel mit Verletzungen und Krankheit oder sonst irgendwas kämpfen müssen. Von daher ist es trotz 6 Vorbereitungsspiele jetzt eigentlich immer noch ein Tick zu früh, aber es ist wie es ist und jeder ist trotzdem froh, dass die Saison losgeht. Der Motor stottert also noch, am Sonntag müssen sie aber trotzdem in Zweibrücken liefern. Immerhin formulieren die Eisbären hohe Ziele. Ja, wenn man die anderen Mannschaften so ein bisschen verfolgt hat, was da über den Sommer passiert ist, wird es mit Sicherheit nicht einfacher. Aber natürlich wollen wir da anknüpfen, wo wir letzte Saison aufgehört haben, auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Bei den Mad Dogs aus Mannheim sind die Vorzeichen dagegen ganz andere. Dieselbe Liga, aber vermutlich die andere Tabellenhälfte. Oder doch nicht? Letztes Jahr waren wir ja Vorletzter, von daher geht es nicht mehr ganz so weit nach unten. Also Letzter wollte man natürlich nicht werden, Vorletzter ist jetzt auch nicht gerade das Ding. Die Mad Dogs wollen also ebenfalls ordentlich Punkte sammeln. Trotzdem machen sie sich keine Illusionen, was den ganz großen Wurf angeht. Ich denke mal, am Schluss werden es dann vielleicht 3 Mannschaften sein, die oben dann komplett außer Konkurrenz spielen vielleicht. Die Mannheimer spielen am Samstag um 20.15 Uhr zu Hause gegen den Heilbronner EC. Einen Tag später findet die Partie der Eisbären Eppelheim beim EHC Zweibrücken statt. Los geht's hier um 18 Uhr. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob wir jetzt wirklich stärker oder schwächer sind. Auch das wird sich auf dem Eis zeigen. Wir sind auf jeden Fall immer noch gut genug. Der Optimismus ist bei den Eisbären auf alle Fälle vorhanden. Da rücken auch die Sorgen aus der Vorbereitung schnell in den Hintergrund. Also Eppelheim ist gut gerüstet und wie sieht das ganz genau aus bei den Mad Dogs aus Mannheim? Auch das hat Marcel Schreiner nochmal en Detail nachgefragt. Bei mir steht Artem Klein von den Mad Dogs Mannheim. Herr Klein, der Sommer ist offensichtlich vorbei. Wie froh sind Sie, dass jetzt wieder aufs Eis geht?
Ja, das war ein langer Sommer aufgrund dessen, dass wir die Playoffs nicht erreicht haben letzte Saison. War der Sommer ungefähr 6,5 Monate und wir sind froh, dass wir jetzt ungefähr 3-4 Wochen auf dem Eis sind und freuen uns auf das kommende Spiel jetzt am Samstag. Letztes Jahr war dann am Ende der vorletzte Platz zu Buche gestanden. Was macht Sie zuversichtlich, dass diese Saison mehr geht? Wir haben insgesamt eine sehr junge Mannschaft und die Mannschaft ist eigentlich auch im Kern so geblieben wie letzte Saison. Die Jungs haben Erfahrungen in der Regionalliga gemacht letzte Saison. Und aufgrund dessen, dass viele Jungs ungefähr um die 20, 21 Jahre alt sind, erhoffen wir uns besonders von diesen Spielern einen Sprung. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass das der Fall sein wird. Und ich denke, die Mannschaft hat viel Potenzial nach oben und denke, dass wir das auch unsere Ziele erreichen werden die kommende Saison. Die Liga scheint sehr ausgeglichen zu sein. Sehen Sie das auch so? Und ist das vielleicht auch eine Chance, dann über die mannschaftliche Geschlossenheit noch ein paar Punkte extra zu holen? Denke ich auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, unser Kern ist eigentlich so geblieben. Wir haben 2 Jungs aus Kanada noch holen können. Unsere Mannschaft ist sicherlich stärker aufgestellt als letzte Saison. Und wenn wir uns auch die anderen Mannschaften anschauen, sind die eventuell irgendwo auch schwächer geworden oder haben sich auch irgendwo verstärkt, aber wir ja auch. Und ich denke, dass das eigentlich schon ein Punkt ist, wo wir auch angreifen können diese Saison. Das erste Spiel jetzt gleich ein richtiger Knallergegner. Wie geht's aus am Ende? Ja, Heilbronn hat ja jetzt ein Spiel schon gemacht, das haben wir schon gesehen. Wir haben da eine Richtlinie, die haben 4-3 verloren oder 5-4 in Zweibrücken. 5-4 war das nach Penaltyschießen. Ich hoffe, das geht zu unseren Gunsten aus, aber kann man nie wissen. Und Heilbronn ist natürlich eine sehr starke Mannschaft, ist ein Favorit dieses Jahr auf die Meisterschaft. Aber wir hoffen uns natürlich das Beste und spielen auf jeden Fall auf Sieg. Herr Klein, dabei wünschen wir viel Erfolg, genauso wie in der restlichen Saison. Vielen Dankeschön. Dank. So viel zum Eis. Hier ist es noch relativ warm, also kommen Sie gerne mal vorbei auf dem Herbstmarkt hier in Mannheim. Da senden wir ja heute live und sind auch gleich wieder für Sie da. Und dann dreht sich alles um das Thema Wein und Sekt. Reklame. Auf geht's nach Mannheim. Sonntagsshopping in den Quadraten. Bummeln und shoppen Sie nach Herzenslust in den Geschäften und über die Marktmeile auf den Kapuzinerplanken, dem Marktplatz und dem Paradeplatz. Mit vielen Attraktionen für die Großen und die Kleinen. Nutzen Sie für Ihre Anreise die VRN-Tageskarte oder die kostenlose Tiefgarage in H6. Alle Infos zum verkaufsoffenen Sonntag finden Sie auf werbegemeinschaft-mannheim.com. Auf geht's zum Sonntagsshopping in Mannheim. This is a show I can watch. Und wir sind zurück auf dem Herbstmarkt in Mannheim und jetzt wird es weiter kulinarisch. Es dreht sich um Wein bzw. um Sekt. Wir sind beim Stand von Geldermann. Oliver Parzen ist bei uns und wir haben es auch eben schon gesagt. Gut, wir duzen uns, weil jetzt arbeiten wir hier auch zusammen. Ich darf gleich mal ran an den Sekt. Aber warum kommt eine Firma aus Breisach am Rhein bei Freiburg hier nach Mannheim? Geldermann ist eine unglaublich starke Marke in Mannheim. Ich würde sagen, die drittstärkste Stadt in Baden-Württemberg. Wir kommen ja selbst aus Breisach, sprich Baden-Württemberg, und wir sind in vielen Lokalitäten hier vertreten. Einmal die SAP-Arena im Nationaltheater Mannheim. Die Leute kennen die Marke und lieben die Marke und deswegen sind wir auch ganz stark hier vertreten. Okay, und das werde ich gleich auch mal probieren. Ich gebe dir jetzt einfach wieder das Mikrofon, weil ich brauche beide Hände. Ja. Also wichtig ist jetzt, wir haben uns nämlich eben schon drüber unterhalten, wie mache ich denn überhaupt richtig einen Sekt auf? Also erstmal, wenn ich hier den Verschluss öffne, ne, korrekt, dann oben den Daumen drauf halten, dass nichts passiert. Und jetzt locker rausdrehen oder mit Plop raus? Nee, nicht mit Plop. Man weiß ja nie, wer vorher die Flasche getragen hat, ob das geschüttelt worden ist und so weiter. So. Charmant gemacht, super. Dankeschön. So, und jetzt kommt aber eigentlich die Königsdisziplin, das Einschenken. Und da scheiden sich dann immer die Geister. Wie, ne, hier hinten jetzt Daumen rein? Daumen nicht, ich würde es praktisch so nehmen. Mhm. Ja. Das Glas schräg halten. Ja. Ja. Darf ich hier eigentlich ansetzen? Ist das erlaubt? Kann man machen. Eigentlich habe ich Magnumflaschen erst, ne? Oder 3-Liter-Flaschen. Achso, okay. Also muss man halten können. Also ja, genau. Das Zittern geht auch noch halbwegs. Ja. Also ich krieg's hin. Perfekt. So, machen wir gleich noch ein zweites Glas, dann können wir auch noch fix anstoßen. Ja. Das muss sein. Der Jahrgang 2018, ich meine, Sekt ist ja nichts anderes als Schaumwein, in Anführungszeichen. Richtig. Was erwartet man da?
Also der Prognose nach ist es so, dass es wirklich wahrscheinlich ein Rekordjahr wird. Die Lese ist noch nie so früh abgeschlossen worden. Ich glaube, seit 200 Jahren oder mehr noch nicht. Also wir erwarten wirklich tolle Weine, tolle Schaumweine. Und ja, wir freuen uns schon sehr drauf. Bin sehr gespannt. Also, was den angeht, das probieren wir jetzt. Ja, danke. Top. Kann man nicht anders sagen. Jetzt gibt es die Veranstaltungstipps von Sarina Aschmann. Es geht schon los. Wir starten in der Pfalz, genauer gesagt in Wachenheim. Es wird kulinarisch und hat mit diesen Weinreben zu tun. Los geht's am Freitag um 17 Uhr bei Food and Wine im englischen Garten des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf. Weit weg vom Alltagsstress und mitten in der Natur können Sie das ganze Wochenende schlemmen und den hauseigenen Wein genießen. Der Foodtruck bietet Kürbis-Kokossuppe oder gebratenen Saibling bis hin zum Angus Beef Burger. Und es gibt doch nichts Schöneres, als das Wochenende bei toller Atmosphäre mit einem guten Glas Wein zu starten. Bettina Bürklin von Goratze weiß, was sie erwartet. Am Wochenende findet diesmal zum letzten Mal in diesem Jahr unser Bürklin Weinzeit statt. Das ist eine Veranstaltung, wo wir unsere Vinothek im Englischen Garten auch noch zu einem kleinen, sage ich mal, Open-Air-Happening mit einem Food-Truck umwandeln, wo man also gemütlich im Englischen Garten sitzen kann, wo man essen kann und man gemütlich ein Gläschen Wein trinken kann, im Liegestuhl sitzen kann. Die Wettervorhersage ist prächtig, insofern kann man sich ja auch noch ein bisschen Sonne tanken. Ja. Herrlich, na dann Prost! Weiter geht's in Ludwigshafen und wie Sie schon sehen, es geht um das Thema Fahrrad, denn hier findet am Wochenende der Fahrradflohmarkt statt. Am Samstag können Sie von 10 bis 14 Uhr so einige Schnäppchen machen und das ein oder andere Secondhand-Rad erwerben. Für Groß und Klein ist bestimmt etwas dabei. Dominik Huslein ist Mitveranstalter dieses Events und weiß, was geboten wird. Wenn Sie jetzt noch Entertainment für die Kleinen suchen, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben. Unser letzter Veranstaltungstipp wird sportlich und das beim Kids Disco Bowling in Mannheim. Hier ist Geschicklichkeit und Präzision gefragt. Diese beiden Teenies sind schon kräftig am Üben. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Keine Angst, für kleine Hilfestellungen ist auch gesorgt, wie zum Beispiel diese Wände, damit keine Kugel daneben geht. Und bei Disco-Atmosphäre klappt es bestimmt noch besser. Axel Rennpferd möchte, dass Kinder spielend und durch Animation das Bowlen kennenlernen. Wir bieten das Kinderbowling sonntags an. Es fängt um 10 Uhr an und geht bis 18 Uhr. Und die Junioren haben die Möglichkeit, dann eben Bowling kennenzulernen mit einer animierten Umgebung, sowohl vom System her unterstützt, als auch von der Atmosphäre her unterstützt, sodass die Leute spielerisch ein bisschen zum Bowling finden können. Also schnappt euch die Bowlingschuhe und ab auf die Bahn. Kinder können ab Schuhgröße 24 teilnehmen. Und jetzt nochmal alle Veranstaltungstipps im Überblick. Alle, die im Grünen bei ruhiger, sonniger Atmosphäre Wein und Essen genießen wollen, können das von Freitag bis Sonntag in Wachenheim tun. Der Eintritt ist frei. Fahrradliebhaber haben am Samstag in Ludwigshafen die Möglichkeit, Vintage-Räder für einen guten Preis zu ergattern. Von 10 bis 14 Uhr kann auf dem Parkplatz beim Fahrrad XXL Kalka geshoppt werden. Und alle Kiddies, die mal Bowling bei Disco-Atmosphäre ausprobieren wollen, können das am Sonntag in der Bowling World Mannheim von 10 bis 18 Uhr. Die Stunde kostet pro Bahn 22 Euro. Leihschuhe für Kinder kosten zusätzlich 1,10 Euro. So, jetzt wissen Sie alles, was Sie am Wochenende machen können. Wie gesagt, auch unter anderem hier auf den Herbstmarkt kommen und das Wetter, ob das mitspielt, das sehen Sie jetzt. Am Freitag erwartet uns goldenes Oktoberwetter. Wir können uns auf einen strahlend schönen Tag freuen mit bis zu 10 Stunden Sonnenschein. Regen ist dabei nicht in Sicht. Nutzen Sie also das perfekte Wetter zum Start ins Wochenende noch einmal richtig aus. Denn auch die Temperaturen spielen mit. Die Höchstwerte liegen zwischen angenehmen 22 Grad im Pfälzerwald und warmen 23 Grad im Rhein-Neckar-Gebiet. Ins Wochenende starten wir ebenfalls sehr schön sonnig und angenehm warm mit Höchstwerten bis 26 Grad. Am Sonntag können dann mehr Wolken durchziehen, die auch Regen bringen. Dazu erreichen die Temperaturen nur noch bis zu 20 Grad. Die neue Woche beginnt wieder freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 22 Grad.
Eins kann ich Ihnen sagen, die Temperaturen haben relativ wenig damit zu tun, was wir hier haben. Wir sind nämlich hier am Ofen. Peter Kapp ist wieder bei uns und jetzt wollen wir natürlich schauen, was machen die Salzbeck. Wir haben sie jetzt bei 230 Grad vor ca. 20 Minuten ausgebacken und ich würde sagen... Raus damit. Raus damit. Ich hebe das Mikro. Jawohl. Dass du dich voll konzentrieren kannst. Und wir sagen auf jeden Fall schon mal Tschüss, denn wenig Zeit haben wir. Das weiß jetzt nicht, welches meins war und auch nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, du kannst. Also wenn es nicht klappt, bei mir kannst du anfangen als Bäcker. Dann, Passt. Passt super. Das war meins, ganz sicher. Ja. Schmeckt toll. Das ist jetzt mein Abendessen. In dem Sinne vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Wir sehen uns morgen wieder bei rund 18 Uhr. Tschüss.